Puh, ha, puh. So, meine Damen und Herren, einer Höhepunkt jagt bei uns den anderen. Jetzt ist es soweit. Sie ist eine fantastische Komödiantin, ist die Nachfolge von Anke Engelke bei der Wochenshow. Herzlich willkommen bei uns heute zu Gast, Annette Frier. Check it out! Ey, du bist der Profi-Rapper jetzt! Ey, Profi, total cool bin ich. Guten Abend. Aber echt. Ja, soll ich Hose ausziehen? Ja, aber schneller jetzt. Ja, komm, machen wir mal richtig heute hier, oder? Die sind so groß, die Hosen heute bei den Rappern. Ja, nee, ist eine andere drunter. Da können Sie mal sehen, wie groß die Hosen heute sind. Da kann man 2, 3 Stück drunter anziehen. 4, 5, 6, 12. Ja, Annette. Kann ich dir helfen, Stefan? Ja, bitte. Ist ja furchtbar. Oh. Sehen Sie mal! Ah. So. Da sehen Sie mal, wie klein die Schuhe heute sind. Ja, nichts passiert. Stefan, Stefan. Ja, wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut. Ja. Lass mal sehen. Ja. Sieht man sieht's nicht. Ist der Lippenstift verlaufen oder was? Das ist für dich extra schön gemacht mit Goldglitter. Das ist das Neueste. Hier unten, guck mal, hier an der Ecke. Kann man mit der Kamera drauf, das kann doch nicht geplant sein, oder? Die Natascha. Es versifft? Ja. Es ist, weil als du gerappt hast, ist mir. Ja, genau. Dann passiert das schon mal. Warte mal. Kann ich mal sehen, dann kann ich das selber machen. Achso, schon fertig. Ja, jetzt schade. Ich mir selbst. Ich wollte gerade meine große Chance nutzen, meine Damen und Herren. Das, was ich immer nie leiden konnte. Ja, du hast mich getroffen. Was? Ich hab dich getroffen? Ja. Ich mach's jetzt nicht. Ja! Ist mir bei Regina Halmich nicht passiert. Hast du, aber schön war's. Du warst da, ne? Ich war Fan, ich saß da vorne. Hast du für mich die Daumen gedrückt oder wie? Ich habe mich immer so ein bisschen umentschieden, aber ja. Nach der dritten Runde habe ich dann zu dir gehalten. Ja. Gut, man sieht ja auch ungern jemanden ableben im Ring. Nee, das ist nicht. Nee, zwischendurch war es echt spannend. Du hast ja einmal so die Nase gehalten, hast geguckt und dann war der ganze Spaß weg, kurz im Moment. Was, ich habe zu dir geguckt in dem Moment? Ja, ich weiß nicht, ich habe dich angeguckt, Stefan. Ja, ja. Und da war wirklich, da habe ich gedacht, jetzt weint er. Nein. Und dann haben die Leute gesagt, das macht er gar nicht. Nein, ich habe höchstens mal hier. Oh. Ja, also nicht geweint, natürlich. Aber nie geweint. Ja? Die Uhr, ja, das ist der Hammer, meine Damen und Herren. Ich habe von einem Zuschauer, das ist ganz großartig, habe ich so eine Pokémon-Uhr geschickt bekommen. Und dann habe ich da mal drauf gedrückt. Und wissen Sie, was die Uhr sagt? Pass mal, ich hätte mal gerade mein Mikrofon. Pass mal auf. Lilli! Das hört sich jetzt an wie Hello, aber das heißt Nadel. Nadel, pass auf. Lilli! Ja. Oder? Lilli! Ja. Ja, wie Kinder aber in dem Alter schon verrückt mit so einer Scheiße konfrontiert werden. Ja, das kann ja heute Abend um 21:45 nicht passieren. Deswegen. Ja. Achso, wir haben mal ein paar Ausschnitte von dir, von verschiedenen Rollen, in die du geschlüpft bist bei der Wochenshow. Schauen wir uns gerade mal an. Muss man nicht immer nur liegen auf Kirchentisch? Nein, man kann auch sitzen auf Herd, aber nur ganz kurz. Wer nicht glaubt, kann sehen in meine filmdicke Möhren heiße Röhren. Hier ist für Sie Aysche Büksül. Ich muss euch was ganz Geiles erzählen, ne? Ich war so voll auf die abstrakt moderne Künstlerausstellung, ne? Und ich habe mich voll verwirrt, erst weil das sah aus wie Sperrmüll, ne? Und dann habe ich gemerkt, das kann überhaupt kein Sperrmüll sein, weil meine Nachbarn sind nicht da. Ja gut, Frau Merkel, in Ordnung. Aber wie wollen Sie denn noch härter durchgreifen, als alle Tiere zu schlachten? Wir wollen uns einfach mehr mit den Ursachen beschäftigen. Und das kann uns wohl keiner übel nehmen. Und zwar auf EU-Ebene. Das heißt, wir werden Holland fluten. Ja. Ja. Die Frau Merkel. Ja, irgendeiner in Deutschland muss ja noch so aussehen wie die Frau Merkel. Und ja. Der Markus hat zu mir gesagt, Werbung. Ja, Werbung. Meine Damen und Herren, wir müssen ein bisschen Werbung machen. Ja, 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 ja. Was sagst du?
Annette Frier hier. Ja, ja, was der Stefan weiß, wie es geht. Was sich reimt, ist gut. Das ist, ja. Ist das nicht ein Pumuckl-Satz? Pumuckl auch. Was sich Heinz Erhard, glaube ich, auch. Ja. Da guckt ja einer vom anderen ab. Ja. Ja. Aber Annette Frier ist ja eigentlich auch ein Imperativ, oder? Absolut korrekt. Verstehen Sie, meine Damen und Herren? Ja, das ist ein Befehl. Ein Befehl, Frier. Annette Frier. Das hat noch nie einer gesagt, aber der ja. Stefan, wirklich. Der ja. Damit wird man dann, das ist, man glaubt dann immer, also in meiner Situation, man glaubt immer, du hättest das noch nie gehört. Aber es haben wahrscheinlich schon tausend gesagt. Ja, ja, wie zum Beispiel ich immer, die mit dem Spruch konfrontiert wurde, Rab ins Grab. Vor dem Boxkampf. Nach dem Boxkampf nicht, mein Land. Vor dem. Ja. Je nachdem, wie du gelaunt bist, ne, lächelst du dann auch. Oder auch, Rab reimt sich ja auch auf Stab. Der Stefan Rab, der hat einen Stab. Du machst so lustige Lieder. Ja. Ja. Was wollte ich sagen? Du bist großer Witzefachmann. Ne? Du erzählst gerne Witze und kennst auch viele. Hat man mir erzählt, zumindest. Ja, in der Kneipe natürlich nur. Kneipenwitze? Kneipenwitze. Willst du einen erzählen oder würdest du sagen, lassen wir heute lieber sein? Soll ich dir einen erzählen? Ja, ein Lacher hast du auf jeden Fall sicher. Ja, gut. Ja. Ich erzähle immer nur harmlose Tierwitze. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt das richtige Publikum ist. Lange oder kurze? Ganz kurz. Okay, also. Zwei Tiere. Ja. Treffen sich im Wald. Ja. Was bist du denn für ein Tier? Ich bin ein... Ja. Nur kurz. Halt. Ich hab kurz halt, die Stimmung, Spannung halten. Spannung halten. Mann. Mann. Spannung halten. Also, treffen sich zwei Tiere im Wald, sagt die eine nochmal. Was bist du denn? Ja. Ich bin ein Wolfshund. Was? Wie geht das denn? Ja, ist doch ganz einfach. Mein Vater ist ein Wolf, meine Mutter ist ein Hund. Ja. Ja. Ach so. Was bist du denn? Ich bin ein Ameisenbär. Ach komm. Ja, war kurz. Ja, sehr. Danke. Harmlose Tierwitze. Ja. Ja. Na, geht doch. Geht doch. Ja. Sie hat ihn verstanden.